Rematch! Yeah! Ja, das ist genau wie gestern, Gunnar, ne? Mit dem Kanal. Dann haben wir nur 3-2 gewonnen, dann müssten wir leider nochmal 3-0 gewinnen. Ja. Den haben wir gar nicht gewonnen. Okay, die beiden gehören zusammen tatsächlich, glaube ich. FNG, ja. Na, mal gucken, wenn die sich ein bisschen absprechen, wir müssen uns ein bisschen absprechen. Dann verlieren wir vielleicht auch so. Der Smurf und der Drache. Warum bezeichnet er sich eigentlich selber als Schlumpf? Hm. Vielleicht ist er klein? Er hat einen kleinen blauen. Oder so? Hm. Sauerstoffunterversorgung. Oder er wird zu oft ausgepeitscht. Oh, Alter, ey. Da kommt der Lederfetischist in die Ruhe. Du solltest dringend mal andere Operator spielen. Dringend. Ja. Locate the biohazard container. Oh, nee. Was wollen die anderen alle über mich denken? Garage. Welcome. Biohazard container located. Ich würde sagen, wir gehen oben rein. Ja. Ja. Ich würde ja sagen, wir kommen von unten durch den Tunnel. Ja, das ist sehr gut. Die Leiter hoch, meinst du, ne? Ja. Weißt du, was, ich könnte mir vorstellen, das funktioniert sogar, weil damit keiner rechnet und keiner dahin aimt. Ja, vor allem, wenn dann wieder drei Leute draußen sind oder so. Pushen einfach wie die Lemminge einer nach dem anderen die Treppe hoch. Naja, wenn er draufrotzt wie Sau, ist beim dritten vielleicht zum Magazin leer, dass er gerade nachladen muss. Ja, dann kommen die anderen zwei und retten alles. Das sehe ich, Alter. Hat er eine Chance. Wenn wir die beiden sind, dann vielleicht, aber sonst sehe ich da doch arg schwarz, ehrlich gesagt. Wo ist denn die scheiß Kamera? Ich sehe die gerade nicht. Einen habe ich weggeholt gerade. Target located. Second floor. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Oder auch nicht. Hostile. Second floor. Headshot. Why? Was? Ja, von dem. Da hinten. Hinten durch die Richtung. Richtung Matratzenraum. Da hat er die Wand aufgemacht. Alter, ich hab nur noch 5 HP, ey. Ich hab den voll getroffen, der lebt noch. Ja. Aber ist das sicher? Ja, scheint so. Ich hab ihn. Aber nur halb, ganz tot. Ja, das war er. Das war der, mich gekillt hat. Geile Nummer, ey. So gut, ey. Oh. Das funktioniert immer in den Ecken. Haben wir sich hin. Hat verwirrt. Den habe ich schon geklemort. Also oben ist keiner mehr. Ja. Spring halt hier drüber. Musterangriff. Ja, wunderbar. Zwar leider erwischt, aber ich habe euch vielleicht lange genug vom Hals gehalten, wer weiß. Ich habe auch gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, wo der Schuss herkam. Ich vergesse immer dieses Holztor. Und dann hat er doch durch die andere Holzwand geschossen und dann habe ich durchs Fenster geschossen. Hab den voll getroffen, aber es hat nicht gesehen. Aber ehrlich gesagt, mit 5 HP sich mit so einem anzulegen, viel Glück. Hm. Ja, ich habe mir für dich weggeholt. Hm. Dann hat der Gunnar nochmal meine ganze Geistesenergie in die Claymore gesetzt und dann war die auch noch weg. Das ist geil, wenn du irgendwo eine Claymore setzt und hört sofort piep, bumm. Das ist geil. Ja, das stimmt, das ist echt geil. Ja, man muss jetzt ein bisschen anders einsetzen als früher, aber dann kann man schon noch das ein oder andere damit reißen. Ich glaube auch. Aber ausgerechnet jetzt brauche ich natürlich keine Gadget-Kills, ne? Ist ja klar. Ja,
natürlich. Aber warte mal ab, wenn du dann jetzt schon Kills kriegen musst, dann schaffst du nicht einmal einen Claymore-Kill. Ja. Volles Reinforce! Machen hier. Op 4 Drone has located the biohazard container. Wir können. Ja. Alles ruhig hier. Sieht falsch aus. Ja, ne? Also, Sandtunnel scheinen sie nicht zu kommen. Ah, hier irgendwo, bei mir, halt Bar. Setting up a barricade! Du willst jetzt alle fünf aufhalten, versteht ihr die, ne? Ja, einer ist weg. Der ist doch direkt gegangen. Ist die Admin Gun bitte benutzt oder was? Ja. Warte, ich bin auch hier, nicht erschrecken. Das war einer. Ja, kann er ja. Luke von der Küche. Ah, oh, der ist auch weg. Ja, gut. Der hat sich voll auf mich konzentriert. Ich bin hinterher gelaufen. Baby, Spanja. Oh, ich trau mir nicht, ey, da sehe ich überhaupt nichts. Also die Luke von der Küche haben sie aufgemacht. Ist auch Bewegung in der Küche. Da sind in der Bar noch zwei. In der Bar sind noch zwei. Ja. Ich lass mich, glaube ich, die Runde hier nur durchziehen. Ich warte mal, bis vorbei ist. Ich bin da auch halt unüberlegt rein. Hinten an der Treppe. Genau. Ah, die streut die Waffe, die so scheiße. One up, four remaining. Boah. Jetzt ist es von allen Seiten gekriegt. Ja. Gut, dann werde ich jetzt auch wieder Gas geben können. Ich sehe nicht, ihr jetzt hier alle macht, als ob ich lasse mich hier nur durchschickern, ey. Würde ich aber auch sagen. Wieder die Termite nehmen, weil es keiner macht. Ja. So, ich kann die auch spielen. Ich finde nur Setcher. Kein Setcher. Ich meine, beim letzten Mal hatten sie kein Bandit, aber vielleicht. Ne, sind das nee, mal richtig. Wir haben sie ja dazugelernt durch ihre Niederlage. Ich spiele einfach beide.
Warum kann ich eigentlich hör mal, zwei Thatcher-Granaten mitnehmen? Was soll der Geiz? Weiß ich nicht. Naja, aber dann hat er keine Claymore mehr. Das wäre dann echt eine Entscheidung, was man mitnimmt, hey. Ja, ne? Wenn du jetzt wirklich aus allen Operatoren, wenn du dir einen Operator zusammenstellen könntest, aus allen Operatoren, dann wäre schon die Frage, was würde man nehmen? Ich schlage, glaube ich. Ich muss sagen, die Thermite-Waffe gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Also die. Ja, die ist gut, stimmt. Ich glaube, ich würde einen Operator nehmen, der einen Claymore hat. Das Gadget ja, vielleicht wirklich die Thatcher-Granaten und. Twitch-Waffe ist vielleicht auch nicht verkehrt. Twitch-Waffe oder so, ja, oder auch gerne die von Ella. Ja, das ist ein Verteidiger, das geht nicht. Gut, dann eben nicht. Links weg, Jungs. Keller, ist echt die Frage, wo man da reingeht, hey. So viele Möglichkeiten, die wir da machen können. Ja, eigentlich gar keine, die Optionen sind alle so scheiße. Die Haupttreppe ist irgendwie nix, die Leiter, da musst du durch so einen langen Flur. Geradezu die Tür ist keiner. Einer ist an der Treppe zur Bar. Ist er der Letzte? Ah, dann ist er da. So, ist da ja auch ein bisschen was gemacht. Ein makelloser Sieg. Ja, zweiter Versuch, 3-0. Klassisch. Ja. Ich bin auch nochmal vom letzten Platz nach oben gekommen, wurde auf Seite, kann nicht sein. ...3,5% und... ...voll daneben. 32,5% und daneben. Das war ja, ziemlich daneben. Weißt du, das klingt schon wie so eine Ansage von Marc. Auch daneben, mit 5, aber warte ab, bei 7, da treffe ich. Und wie ich dein verdammtes Glück kenne, schafft er das. Ach klar. Aber nicht heute. Ach so, meinst du? Ja. Mal sehen. Und der Abend ist nur jung immer.